Terminator-Freunde, heute ist Tag der Abrechnung mit der Firma Bestlock. Bestlock hat seit 2012, wie ich gesehen habe, die Lizenz Terminator im Bereich Klemmbausteine. Die kanadische Firma, die weiß ich nicht wo produziert, hat das Motto Build a lot, pay a little. Es ist völlig an mir vorübergegangen. Ich hatte schon mal ein kleines Video gemacht und diese drei Sets vorgestellt. Da war dann das, was ich auch gebaut habe. Da habe ich mich noch sehr positiv geäußert. Ich kenne ja auch die Stargate-Sachen von Bestlock. Darüber bin ich überhaupt auf die Firma gekommen. Kriegt man heute nur noch so auf dem Sekundärmarkt. eBay, Amazon hat es nur noch sehr vereinzelt. Eigentlich sind die Sachen sehr günstig. Wenn sie nicht mehr erhältlich sind, steigen sie halt leider deutlich im Preis. Und das sind sie alle so nicht wert, kann ich euch schon mal vorab verraten. Hier haben wir das namenlose Set, einfach nur Terminator. 350 Teile. Auf der Rückseite kriegen wir wie üblich bei Bestlock abgebildet, was denn alles im Set enthalten ist. So eine Figur, eine normale von Bestlock, hat dabei schon 10 Teile. Sehr witzig. Ja, stellen wir mal hier rüber. Ich habe euch mal aufgebaut, was wir hier sehen. Und heute ist wirklich Tag der Abrechnung. Für diejenigen, die das zum ersten Mal sehen, dass es Bestlock gibt und so weiter, um die mal kurz von der Klemmkraft her einzuordnen. Ja, wir haben halt also ganz oben Leute wie Kobi, dann haben wir darunter den Standard von Singbao und Lego und dann kommen so hier Cuman, irgendwann Sluban, die sind ein bisschen schwächer, aber ist alles noch in Ordnung. Dann kommt Bestlock, die eigentlich eher Average bzw. Sub-Moderate Lock heißen müssen in den meisten Sets. Es ist immer irgendwas bei den Sets. Das hat mich bei Stargate weniger gestört. Da waren es kleinere Sachen, dass jetzt halt so ein Teil dann einen starken Grat oder sowas hatte. Sowas hier finde ich ja besonders gut. Ja, wenn einfach offensichtlich bei einem Teil irgendwas beim Guss nicht geklappt hat, ja, oder nachher abgeschmort ist. Okay, das hier sind die Teile, die übrig bleiben. Ja, das kennt man ja auch von verschiedenen anderen Herstellern, dass halt immer noch so ein bisschen was übrig ist von den kritischen Teilen. Wir gehen kurz mal darauf ein, was in diesem Set enthalten ist. Und das haben wir hier. Da fangen wir an mit dem Jägerkiller. Finde ich ja total gut in Deutsch. Der Killer hat sich schon so eingebürgert. Und dann wäre schön, wenn der eigentlich so einen Standfuß hätte, weil so ist das deutlich cooler. Da gehört er ja auch hin. Da muss man sich also nachträglich basteln oder besorgen. Dann gibt es den normalen bodengebundenen Hunter-Killer, Jäger-Killer. Dann haben wir zwei Terminatoren drin mit Bewaffnung. Dann kommt noch der Jeep oder hier Geländewagen des Widerstandes. Da sind dann auch zwei fesche junge Widerstandskämpfer drin. Der eine hat eine modische Frisur der Marke Max Headroom und ein bisschen Gerümpel, eine Knarre. Oben offen, ja, schön. Und Gelände, um das Welt- oder Szenario erschaffen, ein wenig voranzutreiben. Jetzt, wo wir uns einen Überblick verschafft haben, sehen wir uns doch mal im Einzelnen die ganzen Sachen an. Wir beginnen damit, dass natürlich wieder tonnenweise Aufkleber dabei sind und diesmal habe ich nicht alle angebracht. Ich bin kein prinzipieller Gegner von Aufklebern, ich mag aber diese Aufkleber nicht. Ich zeige euch direkt, weshalb. Beim Versuch, die so abzupopeln, habt ihr erstmal das Papier ab und nicht den Aufkleber. Und es wird sehr schwierig, die immer runter zu bekommen. Das ist mir bei allen passiert. Dann seht ihr, sind hier noch von diesen, das sind die Geländeaufkleber. Habe ich nicht alle verwendet. Denn, jetzt kommen wir zu den Anleitungen. Das ist so ein fließender Übergang jetzt. Das ist dann so eine Anleitung. Bestlock-Anleitungen sehen immer so aus. Immer. Das ist dann für jedes einzelne Teil, was man baut, eine kleine Faltanleitung. Und hier ist nicht markiert, also hier sieht man nur, wie die Aufkleber aussehen sollen. Jetzt kommt aber erschwerend hinzu, bei diesen zwei Geländestücken, ja, also man muss sagen, mit Aufkleber sieht es besser aus. Ehrlich. Keine Frage. Jetzt haben die Aufkleber genau die Form der jeweiligen Teile. Das ist ziemlich spannend, finde ich. Und jetzt, da nicht dabei steht, sondern ich nur die Abbildung vom jeweiligen Geländeteil habe hier, wie das aussehen soll, ist mir das passiert, dass ich, wo ist es? Ja, genau. Dass dieser Aufkleber hier, der geht wirklich hier so rüber und hat hier so eine abgesetzte Ecke.
da drauf sollte. Wie ihr sehen könnt, habe ich halt einfach ohne Themenkenntnis, ne, habe ich halt einfach ja, nicht den da drauf, sondern einzelne. Jetzt sind aber auch noch welche übrig und ich habe es trotzdem so beklebt, wie es aussieht. Finde ich, ist ein Minuspunkt. Leute, ehrlich, das ist ein Scheiß. Ja? Damit haben wir über das Gelände gesprochen. Stellen wir es doch mal einfach hier auf die Seite. Findet jetzt hier so ein bisschen Weltenbilden statt. Kommen wir dann zum Jägerkiller, der ja, hier sehr schön aussieht, natürlich mit ganz vielen Aufklebern. Ich habe mir die Aufkleber angesehen und bin der Meinung, die tun nichts für das Modell, für das Set, für das Klemmbauzeugs hier. Deswegen habe ich sie weggelassen. Ich kann euch jetzt mal die unglaubliche Klemmkraft von Bestlock demonstrieren. Ihr seht, hier unten sind Kanonen, zwei Stück hier, krasse Laser. Ne? Seht ihr auch, dass da jeweils ein Teil fehlt? Das befindet sich hier. Dieses Teil kommt hier drauf. Dieses Teil kommt hier vorne rein. Die kann man auch schwenken, die Kanonen, das ist alles wunderbar. Also ich sage euch mal, bei Bestlock könnt ihr auch bei diesem Set Sekundenkleber nebendran legen. So, jetzt seht ihr, richtig. Okay, Bestlock. Ich hab's, also, dass mir das nicht einer vorwirft, ne? Es ist richtig drin, ja? Auch hier hinten, die kleinere, ist richtig drin. Nicht, dass ich hier irgendwie was falsch mache. Ich habe schon mal einen YouTuber gesehen, das fand ich ziemlich perfide. Der wollte einfach ein China-Set schlecht reden und hat die Sachen nicht richtig zusammengebaut. Man hat es sogar im Video gesehen, dann, ja, seht mal, wie minderwertig das ist. Das finde ich mies. Richtig mies. Das ist eine ehrliche Rezension hier. Ja, sind meine ja alle. Kann ich natürlich viel behaupten, aber urteilt selbst. Bestlock. Beide wieder draußen. Dankeschön. Ja. Nachher kommt der Sekundenkleber. Also, nee, das ist Burst Lock. Ja? Von allen Klemmbausteinherstellern, die ich bisher in der Hand hatte, und das sind auch über die China-Rip-Offs und so weiter, wirklich schon viele gewesen. Das habe ich noch nicht erlebt, ehrlich nicht. Kommen wir aber mal zu dem tatsächlichen Set. An sich schön, hat aber Schwächen. Guckt euch mal bitte das hier an. Also erstmal, der Stein hat die falsche Farbe. Das nächste ist, ich habe da drunter so einen flachen Zweier als Brücke. Sonst würde das nicht funktionieren. In der Bauanleitung ist das nicht beschrieben, dass ich das so machen soll. Das hält nicht, wie sie es in der Bauanleitung beschreiben. Das geht nicht. Ist nicht möglich. Jetzt würde ich noch gerne was mit euch durchgehen. Gucken wir uns doch noch mal bitte, also ich bin jetzt zu lahm, mir hier das rauszusuchen, an der Anleitung, wenn es auf dem Bild viel schöner ist. Schaut doch mal das hier. Beziehungsweise hier. Seht ihr diese Flügel, die der da hinten draußen hat? Fällt euch mal auf, dass die hier fehlen. Also hier gehören die hin. Ja? Diese zwei Teile. Die sind nicht dabei. Das Set habe ich original verpackt bekommen. Das ist nicht wieder verpackt worden. Ich habe die Tüten aufgerissen. Ja? Da fehlen die essentiellen Teile. Ich glaube, ich spinne. Kann natürlich mal von 100 Sets 2 passieren oder so. Ja, das passiert auch bei den namhaften Herstellern mal, das ist klar. Dann haben sie mir hier einen ganzen Gerümpel an Zeug, das ich definitiv nicht brauche, beigepackt. Und vergessen essentielle Teile vom Set. Was? Reklamieren kann ich es natürlich. Also reklamieren heißt halt, ich hätte jetzt die Firma angeschrieben, ey Leute, schickt mir mal die Teile. Vor allem, weil das hier ein spezielles, silbriges Grau ist. Das habe ich so von anderen Herstellern in genau dieser Schattierung nicht gesehen. Das würde auffallen. Aber ich werde mir da halt wohl andere besorgen müssen. Oder das halt einfach so lassen. Oder ich weiß es nicht, was tun. Oh, Leute, ehrlich. Ich fand eure Stargate-Sets sehr schön, liebes Bestlock-Team. Ich muss mal gucken, ob es Bestlock überhaupt noch gibt. Ehrlich. Ich glaube schon, aber das ist
nee, so macht man es nicht. Sonst gefällt er mir ja. Er bildet genau das Teil aus dem Film ab. Ja, also das ist ja wirklich identisch zu dem von der Optik her. Das haben die wirklich so gut gemacht. Bestlock ist jetzt wirklich nicht derjenige Hersteller, den ich kaufe, weil mich die Teile so beeindrucken, sondern weil die halt einfach jetzt hier mit Terminator eine schöne Lizenzreihe haben und ich einfach die Sachen genauso, hey cool, das finde ich super. Ich unterstütze ja damit, dass die halt sich das ausgedacht haben, ja, vom Dingensprozess. Ja, hätte ich mir auch eine Mock-Anleitung kaufen können und dann noch die Teile. Tatsächlich ist es echt so, man soll sich einfach die Teileanleitung nehmen und es mit anderen Steinen nachbauen. Dann glaube ich, ja, wird es zwar teurer, aber man hat halt was. Kommen wir mal zum Jägerkiller. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe mir die extra bereitgelegt. Nee, das ist das Fahrzeug. Ist es nicht? Ist es nicht? Verdammt. Doch, das ist doch das Fahrzeug. Okay. Jeep. Der luftgebundene, oh, ist aber groß. Große Anleitung. Dass ihr mal seht, wie das halt bei so einem größeren dann ist. Und das ist ja hier nicht so viele Teile wie der, ne? Und trotzdem, ja, das machen die dann halt wirklich so. Ja. Damit ihr mal eine Vorstellung bekommt von dem Ganzen. Also die Bauschritte selber, das finde ich völlig in Ordnung, wie sie es machen. Das ist wirklich gut. Es ist immer so auch farblich ein wenig abgehoben. Neue Teile, die draufkommen von alten. Dass es nicht so ein 80er-Jahre-Lego-Suchbild ist. Und hier der, oh, das ist doch der, das ist der Large Hunter Killer Terminator. So, Hunter Killer ist nichts dran auszusetzen. Ich zeige euch mal was zum Thema Bestlock. Ich hoffe, ihr seht, achtet bitte auf diesen Teil hier. Seht ihr diese Spalten? Das ist ja wie bei Orkhauern im Gebiss. Ja? Also da ist ja wirklich millimeterweit Platz und es klafft auseinander. Und vor allem dieser obere hier, der sitzt halt einfach... Ja, ich glaube, so sehe ich das. Er sitzt halt einen Millimeter zu hoch. Ich kriege den nicht weiter runter gedrückt. Also es gibt manche Teile, die kriegst du nicht mehr auseinander. Die haben dann wirklich von der eigentlichen restlichen Klemmkraft, sind die da im Segment bei fast Kobi angesiedelt. Und der Rest sind so Milchzähne als Klemmbausteine. Also der fällt nicht auseinander, das ist schön. Der hat hier... diese neckischen Gummiketten als Raupe, die Räder drehen sich alle, naja, bis auf pro Seite 1, weil da nicht sauber, selbst mit Nachentgraten, dieser Aufnahmepunkt den Reifen zu festhält, das Rad zu festhält. Der könnte sonst, versuchen wir es mal, nämlich ganz großartig, also das finde ich schön hier, ne? Das ist okay. Da hält auch alles sonst, kann man nichts sagen. Aber die Räder drehen sich so nicht. Ja, also es geht, man kann das manuell mit viel Gewalt machen, ist aber halt natürlich nicht so der Spaß. Als letztes das Fahrzeug. Bestlock ist eher dafür bekannt, dass die Sachen in diesem Stil hier machen. Also diese Penny-Wühltisch-Lego vermeintlichen Lego-Sets, die nicht von Lego sind, sind oft von Bestlock. Gerade Bestlock ist mit in Deutschland der Marke Penny, also der Supermarktkette Penny, da zusammen. Und das bedeutet, die Sachen sind dann halt immer dort. Die machen dann halt viel in die Richtung City. Das bedeutet, dass ihr da viel Feuerwehr, Polizeifahrzeuge in solcher Optik bekommt. Also diese charmante, wenn man das so möchte, 80er Jahre Nostalgie. Das ist definitiv nichts für Sammler. Hier steht keine Altersempfehlung drauf, außer eben Kleinteile unter 3 Jahren darf das Kind damit nicht, sonst verschluckt sich's und wird alle werden sterben, was richtig ist. Es geht hier darum, dass sie bei Stargate aber sehr wohl eine 7 bis 14 Empfehlung draufgepackt haben, bei Terminator wiederum nicht, witzig, ne? Das Fahrzeug selber gefällt mir und jetzt kommt ein Pluspunkt, wir kommen jetzt mal wieder zu positiven Sachen, jetzt habe ich über die Firma ja ein bisschen was, ne? Ich werde nachher im Fazit darauf dann näher eingehen.
Best Lock. Ich wollte die Tür aufmachen, um gerade was Schönes zu... Best Lock. Ich komme nicht auf was Positives in diesem Set. Ich komme nicht drauf. Die Firma macht es mir halt auch unmöglich, was Schönes zu sagen. Also hier kann man nicht hart als Fanboy rangehen und halt alles geil finden, wenn es bei Demonstrationen schon auseinanderfällt. Das wäre gar nicht möglich. Deswegen haben die auch keine Fanboys, glaube ich. Also, ja, so. Das ist eine Tür. Was Lego ja schon so lange nicht mehr macht. Ne? Man kann sie, ohne dass sie abfällt, aufmachen. Sind wir mal gespannt. Aber der Stein, der hat sich schon hier verzogen. Ne? Also verdreht auch. So, wie ist es auf der Beifahrerseite? Auch nicht viel besser. Doch, Beifahrer ist gut. Hier, Beifahrerseite, wunderbar. Gar kein Problem. Ja, dass ihr es mal so seht. Tür. Wieso machen das eigentlich außer Lego alle? Also ich habe mir einen neuen Lego-Rettungswagen geholt. Also ich habe 2 oder 3 verschiedene Modelle jetzt aus den letzten 20 Jahren von Rettungswagen. Und die haben alle keine Türen, die man auf und zu macht. Ich hatte das als Kind und wollte so einen wieder. Und den letzten, den ich gefunden habe, der ist halt auch einfach fast so alt wie ich. Was ist denn da los? Aber gut. Dann hast du hier die schöne Kanone, mit der die Resistance tätig werden kann. Dann kriegen sie sogar noch ein bisschen Benzin. Das ist natürlich toll, wo die Hunter-Killer dann gleich drauf schießen können. Und eine Schaufel zum Abnehmen. Die habe ich als Teiletrenner benutzt und das funktioniert. Fand ich ganz schön. Können wir mal kurz über die enorme Hässlichkeit der Frisur sprechen. Die Figuren, habe ich in meinem Stargate-Video schon gesagt, finde ich gar nicht so schlecht. Sind wir ehrlich, die meisten Leute kaufen sich ja auch die Sachen nicht wegen der Figuren. Ich bin da eine Ausnahme. Warum ich mir diese Sachen hier so überhaupt hole? Ich spiele damit ein sogenanntes Tabletop, also sprich ein Strategiespiel, rundenbasierend, wo jeder mal dran ist mit Würfeln und ausmessen, ob man in Reichweite ist und dann gucken, ob man getroffen hat. Dazu habe ich einen Artikel geschrieben für teilzeithelden.de, der wird in der Videobeschreibung verlinkt. Und deswegen sind auch für mich die Minifiguren interessant und nicht nur das Drumherum. Ich zeige euch mal so einen dieser jungen, fashion, im Leben stehenden Resistance-Kämpfer. So sieht der aus. Die Arme sind permanent angewinkelt, das mag ich nicht so. Die Größe ist Lego-kompatibel. Ich habe mal hier mir die Mühe gemacht, die nächstbeste Figur rauszusuchen, dass ihr mal einen Größenvergleich habt. Mir gefallen bei den Best-Lock-Figuren prinzipiell die Haare mal überhaupt nicht. Und das hier ist eine Scheußlichkeit sondersgleichen. Aber zur Figur, angewinkelte Arme, der Torso und so weiter, der ist meistens leider etwas konisch geformt. Heißt, ihr könnt kein Lego-Ausrüstungsstück wie Sauerstoffflaschen, Rucksäcke, die man so aufsetzen kann, oder auch Köcher, nicht anbringen, weil der Abstand vom Hals, mein Finger ist dafür zu groß, machen wir es so. Hier, Lego-Torso, ja. Und der geht gerade hoch und der Torso hier, der ist konisch nach hinten geformt. Da ist der Abstand vom Hals zum Rücken einfach zu groß. Deswegen geht es nicht. So, und damit wir uns jetzt mal drauf konzentrieren können. Die haben übrigens so kleine angedeutete Nasen drauf modelliert. Das finde ich ja irgendwie charmant. Das ist nicht so störend wie jetzt bei Kobi, wo die Gesichter generell ziemlich gruselig aussehen leider. Und die Beinchen so kurz und die Torsi so riesig und... Na, irgendwie macht mir das Video gerade immer mehr zu schaffen. Sollte doch andersrum sein. Aber schaut euch mal bitte an, das ist doch hier 80er Jahre Max Headroom, diese Haare, oder? Also guckt euch bitte mein Stargate-Video an, ich verlinke es gerne unten, oder meine Stargate-Videos. Aber seht euch mal bitte an, was haben die hier gemacht? Das sieht ja aus, als ob der Cosplay-mäßig sich EVA-Schaumstoffteile ausgeschnitten hat, übereinander geklebt und das als Perücke genommen. Das ist doch keine Frisur. Ja, kein Wunder, dass der das Auto nicht fahren darf. Darf der auf dem Bild das Auto fahren? Auf dem Bild fährt der das Auto und der mit dem Helm. Der ist der Fahrer. Ich habe es mal andersrum gemacht. Also, das Erste ist ja mal wirklich, dass der andere Haare kriegt. Entweder von Lego. Sie sind so furchtbar. Oder einfach gleich einen Helm. Witzig finde ich auch, dass der einen Schnauzer hat und eine Sonnenbrille. Ja, dann dieser Druck, den sie auf der Vorderseite haben, dass es nach Soldatenuniform aussieht, den hätten sie da tatsächlich auch irgendwie entweder schöner machen oder weglassen können. Also das hier, das ist ein echter Druck. Ja? Ach ja, und guck mal, dadurch, dass hinten auch was drauf gedruckt ist, könnt ihr euch schon mal als Orientierung nehmen, dass das höchstwahrscheinlich keine Lego-Figur ist, weil die oft allermeist keinen Rückendruck haben.
wie komme ich denn jetzt aus dieser Negativstimmung wieder raus? Ja, ich glaube, nur mal hier wieder den charmanten jungen Mann auf Position bringen. Also, und auch sagen, der fährt, der rollt. Auch hier, also, seht ihr, Räder drehen sich. Manche besser als andere. Und das ist der Grund hier, dass da ist es. Wegen dem Rad, weil das hinten eben auch wieder nicht sauber an diesem Aufnahmepunkt, in dieser Steckverbindung, auch mit Nachentgraten nicht möglich ist, dass der... Oh, der fährt wenigstens noch die... Jetzt hat er das andere Set schon umgefahren. Der könnte noch viel besser und viel weiter rollen, wenn dieser eine Aufnahmepunkt besser wäre. Und dafür gibt es kein Ersatzteil, was hier übrig ist. So, damit haben wir die drei Fahrzeuge, die zwei Geländestücke. Kommen wir zu den Terminatoren. Ich habe in dem anderen Video, in dem hier, habe ich das noch ziemlich gefeiert, aber da habe ich einen Fehler gemacht, den hole ich hier nach. Ich habe keinen Vergleich zu einer Lego-großen Figur hingestellt. Jetzt schon. Und dann seht ihr mal, dass die keine 4 cm, sondern eher 4,6 oder 7 sind. Ja, oder vielleicht sogar 5 cm. Ich habe es nicht gemessen, aber ein Kopf größer. Das mag ich jetzt nicht so gern. Wenn ich nämlich so in diesen Größenverhältnissen dann auch was spielen will, also ja, ich nehme mir einfach lieber gescheiter, verchromte Lego-Skelette und es gibt ja auch diese Roboterköpfe und dann sind das Terminator und die haben dann auch die richtige Größe. Man muss aber den Figuren lassen, dass sie exakt aussehen wie Terminatoren. Sie sehen überhaupt nicht nach Klemmbausteinen und so weiter aus. Gar nicht. Sie haben nette Eigenschaften und nicht nette. Ihr Vorteil ist gleichzeitig ihr Nachteil. Hier ist der zweite charmante Infiltrator unseres Vertrauens. Die haben alle hier die Terminator Salvation Sturmkanone, möchte ich es mal in Deutsch nennen, also die sogenannte Gatling Gun. Und das ist okay, nur dass die ja im Prinzip in den zwei richtigen Terminator-Filmen, also es gibt ja nur zwei, das wissen wir ja. Ich lasse noch mit mir reden zum Thema Kurzfilm in diesem Disney-Park. Der kam ja 97 oder sowas raus und müsst ihr mal nachschauen. Den gibt es, der ist so ein 15-Minuten-Kurzfilm, wo dann der Terminator und John Connor, Edward Furlong, John Connor, halt so, ihr seid dann halt in so einem Teil drin und erlebt das.